Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Eine Buchvorstellung. Der Weltsystemcrash von Max Otte. Es freut mich ganz besonders, dass du dieses Mal wieder eingeschalten hast, denn ich habe ja schon vor einer Woche mal kurz im Hugendubel, wie ich mal kurz dort war, ein, zwei Stunden da durchgelesen und heute war ich nochmal dort beim Hugendubel wegen was anderem und dann habe ich mir den nochmal angeschaut und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein Buch, das es in sich hat. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich mir einfach mal das Buch selber hole heute. Denn ich bin zu dem Schluss gekommen, es ist es wirklich, wirklich wert. Und ich werde hier, du siehst hier, was das für ein Schinken ist. Ja, das ist kein gewöhnliches Crashbuch. Und ich werde das nicht in einem Video abbilden. Also quasi zusammenfassen können. Das ist einfach too much. Das sind 640 Seiten. Also das ist einfach too much für einen. Also ich werde das in fünf verschiedene Videos unterteilen, das Ganze, und versuchen, einige Dinge jeweils zusammenzufassen. Und für den Anfang, da geht es eigentlich los mit den ganzen, die ganzen Kriege, kalte Kriege und so weiter. Und es ist letztendlich nicht, mir geht es nicht darum, hier ein Video drüber zu drehen, um alle möglichen schlimmen Dinge in der Welt zu berichten oder immer wieder zu erwähnen. Denn es hilft nichts, wenn man sich ständig nur Sorgen macht. Ja? Aber was wirklich entscheidend ist, bezüglich deiner persönlichen Investmententscheidungen, wenn du heute sagst, okay, ich diversifiziere mein Portfolio wie folgt, 1, 2, 3, 4, 5, dann ist es durchaus sehr hilfreich, Hintergrundinformationen zu besitzen, was die Weltpolitik oder die Weltwirtschaft betrifft. Und Politik und Wirtschaft sind nun mal so miteinander verwoben wie diese Faust, ja, also wie diese zwei Hände. Das heißt, das eine funktioniert, also das eine geht ohne dem anderen nicht. Ja, das ist so, wie eine Münze zwei Seiten hat. Hätte eine Münze keine zwei Seiten, wäre es keine Münze. Ja, und anfangs geht es natürlich auch darum, okay, die ganzen Kriege. Na, also von Sarajevo-Krieg wird beschrieben im ersten Kapitel. Irak-Krieg, es gab ja zwei Irak-Kriege, ja. Ich kann mich noch genau daran erinnern, der 11. September und all diese politischen Dinge, in die ich jetzt nicht tiefer reingehen möchte, weil es auch nicht so sehr mein Thema ist. Aber die daraus entstandenen wirtschaftlichen Aspekte sind doch sehr, sehr wichtig, die mal zusammenhängen zu verstehen, um letztendlich dann für dich persönlich auch die besten Investitionsentscheidungen zu machen. Denn in meinem Kanal geht es hauptsächlich um Geld verdienen und Geld investieren und wie du einfach finanziell frei wirst und glücklich und alles. Ne? Und da gehört einfach auch ein bisschen Gesamtverständnis dazu. Es ist halt so, dass er spricht, Max Otte, also Weltsystemcrash ist von Max Otte, er spricht davon, dass wir in einem relativ labilen Wirtschaftssystem uns gerade befinden, in einer so in einer Phase. Ja? Er spricht sogar von einem neuen kalten Krieg. Ja? Im Hinblick auf die Ukraine zum Beispiel, ja, dass da letztendlich wir gar nicht so viel mitbekommen momentan. Das war ja mal ein richtiges Hype-Thema und das hat auch sehr stark die Börsen und die Aktienpreise immer wieder beeinflusst. Wir erinnern uns, ja. Aber das ist jetzt schon wieder ein paar Jährchen her und mich persönlich, ich hatte ja vor ein paar Jahre davor, hatte ich eine Freundin aus Donetsk und Donetsk wurde dem Erdboden gleich gemacht. Also so weit weg war das gar nicht. Und wenn man dann so, zum Beispiel bei der, da ging es ja um die Krim letztendlich auch, ja. Und wie letztendlich diese ganzen Zusammenhänge sind, dann spielt Georgien eine Rolle. Viele, die sich sozusagen Digitalnomaden, die so im Werdegang sind, zur finanziellen Freiheit hin und auch lokal, also örtlich frei leben und arbeiten wollen, die zieht es ja derzeit, da ist eine richtige große Community in Georgien, ja. Sollte man auch politische Hintergründe vielleicht verstehen, ja. Denn vor nicht allzu langer Zeit ging es da ziemlich hoch her, ne? Und, naja, auf jeden Fall
ist es mal eine recht nette Einladung. Und jetzt mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Denn so Zahlen, Daten, Fakten ist immer sowas, wo man sehr schlecht argumentieren und interpretieren kann, denn sonst wären es ja keine Zahlen, Daten, Fakten. Und da habe ich mir mal ein Folgendes aus, was mich doch auch ein bisschen ärgert, muss ich ehrlich sagen. Es gibt ja nach wie vor Sanktionen gegenüber Russland und von der EU. Und da, das betrifft auch Deutschland. Und auch von Seiten anderer Wirtschaftszonen wie die US-Wirtschaftszone. Aber hintenrum wird dann doch immer wieder, werden dann sozusagen vordergründig werden Sanktionen gemacht und hintergründig werden dann immer wieder Schleichwege gefunden. Ja? Und das ist letztendlich auch wieder so eine Blendung gegenüber der breiten Masse, der breiten Bevölkerung, die eigentlich nicht in Ordnung ist. Aber ich sage nicht, das muss sich ändern oder das ist schlecht oder gut oder irgendwie sowas. Das sage ich relativ wertefrei, denn ich drehe dieses Video, um letztendlich an der Naivität, die viele, viele Menschen so in der breiten Bevölkerung haben, nach wie vor, vielleicht der eine oder andere auf mein Video kommt, stößt und diese Naivität ein bisschen, sagen wir mal, aufgelockert wird, ja, was manche Leute besitzen, ja, also ich weiß nicht, vom Alter her, ich kenne eine ganze Menge, die sagen, die schauen sich irgendwie die Tagesschau an und sagen sie halt, naja, das ist so und so, na, aber hinterfragen nichts, ja. Und also, zurück zum eigentlichen Punkt. Es wurde hier zum Beispiel hier, es wird ausgerechnet in dem Buch, wird festgelegt, dass die Sanktionen, die EU gegenüber Russland hat, 400.000 Arbeitsplätze gekostet hat. Ja, also die haben wir uns gekostet in der EU und 30 Milliarden Dollar. Eine ganze Menge Holz, ne, wenn man so bedenkt, ne, was sie uns letztendlich aus der Tasche ziehen über Steuern und Abgaben. Da hat man da einfach, also das ist ein wichtiger Handelspartner, ne? Also besonders Deutschland, ja, also Russland ist für Deutschland der größte Gaslieferant, nur mal als Beispiel, ja. Und da stellen wir uns selber ein Bein, ja. Also es ist schon bemerkenswert, ja. Hier verweise ich mal auf meine Videos, hier oben vielleicht ein paar Links. Zum Thema Gazprom-Aktie. Na, die ist nämlich ganz gut gelaufen in letzter Zeit. Die haben nämlich einen richtig, richtig guten Job gemacht in Infrastrukturinvestitionen, die jetzt langsam alle abbezahlt sind. Und Projekte, groß, wirklich Großprojekte von Pipelines und Trassen, ja, globaler Art, ja, die abgeschlossen wurden und letztendlich jetzt der Cashflow sozusagen, ja, erwartet wird und das wurde teilweise eben auch im Aktienpreis vorweggenommen und die Aktie hat sich sehr gut entwickelt, ja, also in den letzten 6 bis 12 Monaten, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ich werde hier vielleicht einen Graph einblenden, wenn ich irgendwas finde, ja, dann poste ich es hier kurz hin und die zahlen auch 7% oder 6% Dividende nochmal, also schütten auch noch eine ganze Menge aus, ja, also nur mal so als Tipp und Beispiel. Was Russland betrifft, ja. Dann wird eben beschrieben, dass ja, die One Road, ja, also One Belt One Road, also diese Seidenstraße, die von China sozusagen hier massivst entwickelt wird gerade, ja. Das heißt, im Kapitel 3 wird dann der Aufstieg Chinas bearbeitet in dem Buch. Und das ist also so mal, dem wurde ein extra Kapitel gewidmet und das hat es, glaube ich, auch verdient. Ja. Und da wird auch auf Seite 37 zum Beispiel wird herausgearbeitet, wie stark sich im südchinesischen Meer China momentan breit gemacht hat im Vergleich noch vor 10, 15 Jahren. Ja. Also da kann letztendlich kein internationales Schiff mehr durch, ohne dass es halt komplett kontrolliert wird. Ja. Und man könnte jetzt wieder argumentieren, naja, davor war es eben eine andere Großmacht, die den, also das ist so ein, wie so ein Nadelöhr, ne, wo einfach ganz viel
Frachtschiffe und so weiter auch durchgehen. Und davor war es halt wahrscheinlich die US oder irgendeine andere Großmacht, die halt das alles kontrolliert hat. Also irgendwie, wer kontrolliert es halt immer. Ne? Es gibt aber hier noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten, die ganz interessant sind. Also das auf Seite 77 zum Beispiel. Auf Seite 77 haben wir so ein paar Notizen gemacht. Ja. Das Bruttoinlandsprodukt, was ich ganz interessant finde, von also der Anteil am Weltbruttoinlandsprodukt, ja, von USA, ne, 22%, also 22% der globalen Weltwirtschaft, ne, hat 1980 noch die US sozusagen produziert, ja, also ausgemacht. Und 1990 noch 15%. Ja. Und das ist halt auch das, was da sozusagen, was sich da reduziert hat, ist, das hat sich sozusagen verlagert nach Asien und hauptsächlich nach China. Ja. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich Industriekaufmann gelernt habe, so, das war so 1990, 91, wie unglaublich stolz unsere Exportabteilung war, dass wir das erste Joint Venture gemacht hatten mit China. Oh mein Gott! Ja, da sind sie rumgestolziert wie die Hühner, ja, in der Abteilung. Ich war also noch so ein junger 16-jähriger oder noch jünger Azubi. Ne? Und wohl wissend, dass jedes Joint Venture bedeutet, wir geben all das Wissen weg und dürfen dafür dort unten ein paar Produkte absetzen. Ja? Und zwar so lange, bis dass die genug Know-how und Erfahrung gesammelt haben und ihre eigenen Produkte machen, günstiger, besser, schneller als wie wir. Na? Und das geht jetzt schon seit über 20, 30 Jahren so. Ja, und die Rechnung wird jetzt dann uns, so allmählich wird uns die Rechnung präsentiert. Ich glaube, so knapp ein Viertel aller DAX-Konzerne gehört irgendwo schon China. Ne? Aber das ist auch eine Dunkelziffer, weil sich niemand so richtig das Ausrechnen traut. Ne? Porsche wird dann aufgeführt. Ich weiß es zum Beispiel vom Audi VW, dass die zwischen 30% und 50% ihres Absatzes allein in Asien haben und davon der allergrößte Anteil natürlich auch wieder China. Hier im Buch wird beschrieben, Porsche, BMW, 31% des kompletten Umsatzes 2018 wurde nur in China, also nicht mal ganz Asien, nur in China abgesetzt. 31%, also du musst dir mal vorstellen, was das für eine Abhängigkeit ist. Ja, wir in Deutschland und damit Europa sind sowas, also rein, also so derartig vom Export abhängig. Deswegen wird ja auch der Euro ständig runtergeprügelt, ne? Und so gut geheißen. Ja? Wenn wir Exportprobleme haben, dann haben wir überall Probleme. Ja? Also Export gut, Deutschland gut. Export schlecht, Deutschland schlecht. Ja? Ganz einfach. Das hat sich auch mittlerweile schon in der breiten Bevölkerung rumgesprochen. Und 2018 waren 31% des Umsatzes unserer unserer Kernindustrie, also da wo letztendlich unser Wohlstand von abhängt, nur in China. Ja, also wenn China Hü macht, dann müssen wir Hot machen, ja, weil wir eben so abhängig sind. Und ich glaube, so richtig bewusst ist es so langsam erst den Leuten da draußen. Und als rückschließend kannst du sagen, okay, wie kann ich sozusagen als Investor oder als Einzelner davon profitieren oder mich eben entsprechend aufstellen? Ja? Wie ich schon vorhin erwähnte, zum Beispiel bei Russland, ja, zum Beispiel, da gibt es ja auch die Möglichkeiten, sozusagen dein Portfolio zu diversifizieren. Ja? Da gibt es dann noch viele, viele andere, auch in dem Buch Beispiele und auch andere Videos, die ich schon gedreht habe zu diesem Thema. Dann wird beschrieben, zum Beispiel, das kommt jetzt, also das wollte ich eigentlich erst später bringen, dass gerade die längste Schnellzugtrasse der Welt, die ist, glaube ich, irgendwie, ich glaube, 3000 Kilometer lang von Peking nach Russland. Ja, also die machen viel, ja, Russland und China. Ja, Russland schaut da mit einem weinenden Auge drauf, ja, weil Russland nämlich nicht wirklich was zu melden hat gegen China und alle
ehemaligen sozusagen Randgebiete, wo Russland früher sehr stark Einfluss hatte, übernimmt so Schritt für Schritt mit den Geldschwämmen und den Investitionen von, ich glaube, 1,1 Billionen für diese Seidenstraße, die China da mit einfließen lässt. Ja, so langsam übernimmt China, ja, so Gebiet für Gebiet, ja, so das, was früher, da sprechen sie alle Russisch, ne? Aber da gibt es mittlerweile mehr Chinesen oder chinesische Arbeiter als wie alles andere, ne? Und die Leute, die da dort schon länger sind, die sagen sich, ja, manche Jüngere finden es cool, manche Ältere haben Bedenken, ist auch völlig schnuppe, völlig gleichgültig, denn diese Lokomotive, die da kommt, ja, aus China mit der Seidenstraße und 1,1 Billionen Euro Investitionen, die ist nicht aufzuhalten. Ja, wer will das aufhalten? Niemand. Es ist einfach so. Und die machen das auch viel cleverer als wie alle anderen. Ne? Also wir Deutsche, nochmal ganz kurz abschweifend, wir Deutsche, was wir über uns, ja, was ich in Steuern einzahle, ein großer Prozent, also schöner Batzen davon, du und ich, zahlen Steuern ein in Deutschland, ein schöner Batzen davon, also es wird überall dann verteilt. Und ein schöner Batzen davon geht zum Beispiel in Entwicklungshilfe, ja, nach Afrika, weiß der Teufel wohin, ja. Und da zwacken sich dann irgendwelche Organisationen, Verwaltungen und alle möglichen zwacken sich da was weg. Am Ende kommt da so gut wie nichts an, das kann ich dir versprechen. Da kannst du gleich in die Bill Gates Foundation einzahlen, ja, wenn du die Welt nicht die Wahl hätte, weil da weiß ich wenigstens, der macht irgendwas Innovatives und Vernünftiges damit, ja, ganz ehrlich. Aber China macht es anders, ne? Die schicken nicht irgendwie Geld irgendwo hin, sondern die schicken ihre ganzen Leute gleich mit. Ja? Das ist das Entscheidende. Ja? Also ihre Arbeiter, ihre Materialien, alles ihres. Ja? Die schaffen da keine Arbeitsplätze vor Ort in der Regel. Ja? Das ist ganz clever. Naja, also hier nochmal Peking, 7000 Kilometer. Sorry, ich hatte es mir sogar notiert, also 7000 Kilometer immerhin, ne? Und das hat bis dato hat es 6 Tage gedauert. Also es gibt diesen Peking-Zug, ja, der dauert eine Woche. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, ne? Also wenn du in Moskau bist, willst nach Peking, kannst dich eine Woche lang schlafen legen in diesem Zug und dann bist du in Peking, ja. Also für mich wäre das nichts, ich würde da klaustrophobisch irgendwie zugrunde liegen. Und jetzt durch diesen Schnellzug dauert das nicht 3 Stunden, aber 33 Stunden. Aber ich persönlich frage mich halt, okay, warum fliege ich dann nicht gleich? Ja, ist schneller und günstiger wahrscheinlich. Aber man darf eines nicht vergessen, Transport. Ja, diese Trasse, die kann auch für Güter verwendet werden. Und dann wird es wirklich interessant. Ja? Also quasi in ein Fünftel der Zeit dort jetzt plötzlich Güter bewegen zu können. Denn es ist nochmal was ganz anderes, ob du Güter bewegst über einen Güterzug oder über Flugzeuge oder Schiffe. Ja? Über vielleicht noch einen Güterzug, der, sagen wir mal, sowas wie ein Schnellzug ist, ja, und dort eben auch Güter bewegst. Und das tun die ja bereits, ja, mit diesem Schnellzug. Und das heißt, es fressen nicht die Großen die Kleinen, sondern es fressen die Schnellen die Langsamen. Und China ist groß und schnell. Und jetzt kannst du dir selber ausrechnen, was da so in der Zukunft auf uns wartet. Und dass wir uns mal richtig anschnallen sollen, können, dürfen, ja, um da mitzuhalten. Ja, und deswegen immer meine Parole, gebt mal Gas, Jungs, ja, in jeder Hinsicht. Ich denke mal, das sind insgesamt 31.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstraße, die bereits gebaut wurden. 31.000 Kilometer, ja, also so quasi einmal um die Erde und bis 2030 sollen es 45.000 Kilometer sein. Und damit möchte ich es, wir sind jetzt bei Seite 80 hier von diesem Buch hier angelangt und damit möchte ich es für dieses Video erstmal belassen, denn wir sind schon bei 20 Minuten angelangt und ich werde da mindestens 5 Teile daraus machen, denn das ist ein echter Hammerschinken und dann hinten auch noch Empfehlungen für sichere Geldanlage, Investitionen,
hier Graphen, ja. Also wie gesagt, ich habe euch jetzt auch ein paar Seiten gesagt, wenn ihr mal im Buchladen seid und wollt da reinschauen. Aber ich sage es euch wirklich, lege es euch wirklich so ans Herz. Holt euch das Buch selber. Ich packe euch hier unten ein paar Links rein. Und ich werde auch das Buch nochmal abschließend mit ein paar anderen sogenannten Crash-Büchern vergleichen. Ja? Denn mich, solange es, also ich möchte wirklich mal wissen, ja, und mal wirklich auf den Grund gehen, was es mit den Crash-Büchern auf sich hat. Welche Motive auch hinter den Autoren tatsächlich sind, denn ich denke, dass vieles davon einfach, wie soll ich sagen, Allgemeinwissen sein sollte. Und wenn man jetzt halt im Internet schaut, hat man das Gefühl, ah ja, so viele, ne, reden von den Themen. Aber wenn du dann rausgehst auf die Straße und dich in deinem Umfeld oder einfach nur in irgendwelchen Vereinen, wo du halt die ganze Zeit mit Leuten zusammenkommst, dich unterhältst mit den Leuten, dann spürst du, wie viele Leute eigentlich komplett naiv sind. Ja. Entweder nicht können, nicht wollen, nicht, keine Ahnung. Und entweder einfach einen Kopf in den Sand stecken oder einfach naiv. Na? Weil sie sich nach wie vor jeden Tag irgendwelche TV-Mist reinziehen und sich einfach nicht weiterentwickeln oder fortentwickeln oder auch nicht auf die Idee kommen, überhaupt mal anders zu denken. Und in diesem Sinne eben diese Videoreihe von mir. Ich hoffe, ich trage dazu meinen Beitrag, einfach die Bevölkerung ein bisschen aufzuklären, so wie es eben, denke ich mal, diese Autoren auch vorhaben. Das soll es gewesen sein für diesen Teil. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du damals mitnehmen konntest, und wenn du auch das gleiche Meinung oder andere Meinungen hast, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Ich bin immer für positive und konstruktive Kritik zu haben, und mich würde auch die Meinung anderer über dieses Buch interessieren, auf jeden Fall. Vielleicht sehe ich manches auch falsch, dann gebe ich das auch gerne zu. Hier oben habe ich einen Link für dich, wenn du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, damit du die nächsten Teile nicht verpasst, ja, zum Thema Weltsystemcrash. Und wenn du dich jetzt schon entschlossen haben solltest, findest du, wie gesagt, hier unten den Link, kannst du das Buch auf Amazon holen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Dein Thomas Klein. Tschüss.